Auch bei der Vermietung von Garagen- und Tiefgaragenstellplätzen empfehle ich dir auf jeden Fall, einen schriftlichen Mietvertrag mit deinem Mieter abzuschließen. Ganz nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Im Fall der Fälle kann es nämlich passieren, dass du in die Beweispflicht kommst und dann musst du einen Anspruch, den du eigentlich hast, auch nachweisen können. Und dieser Nachweis gelingt dir dann mit dem schriftlich geschlossenen Mietvertrag. Mein Name ist Sven und ich möchte dir jetzt den Mietvertrag präsentieren, den ich selber für meine Mietverhältnisse für alle Arten von Stellplätzen benutze. Wir gehen jetzt einmal komplett durch meinen Mietvertrag von A bis Z und schauen, was ich da so alles reinschreibe. Es geht zunächst los mit der Überschrift. Klar, Mietvertrag für Garagen und Stellplätze. Damit weiß man schon mal Bescheid, worum es eigentlich geht. Meine Mietverträge bekommen auch alle eine Mietvertragsnummer. Diese ist fortlaufend nummeriert, hat einfach den Hintergrund, dass ich schon mehrere Mietverträge über Stellplätze habe und mehrere Stellplätze vermiete und diese separat von Wohnungen vermietet werden. Und da die Mieteinnahmen eine gewisse Schwelle überschreiten und diese Grenze gerissen ist, muss ich diese laufende Nummerierung vornehmen, um auch Gewerbeeinkünfte abzuführen bzw. anzugeben in meiner Einkommensteuererklärung. Und außerdem bekommen alle meine Stellplätze auch eine Objektnummer. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich eine EDV-Software benutze, mit der ich alle Mietverhältnisse verwalte, weil das sonst einfach viel zu unübersichtlich wäre, wenn ich jetzt mit einer Excel-Liste oder sonstigen händischen manuellen Nachhaltung anfangen würde. Deswegen habe ich da eine professionelle Software und da kann ich dann jedem Objekt eine Nummer zuordnen und diese Nummer kommt mit in den Mietvertrag. So gibt es auch keine Verwirrungen, wenn es mal zu Rückfragen von den Mietern im laufenden Mietverhältnis kommt. Beispielsweise habe ich auch Mieter, die schon seit über 10 Jahren bei mir Mieter sind. Und ganz ehrlich, im Laufe der Jahre vergisst man schon mal den einen oder anderen Namen und dann muss man nicht den Namen zu einzelnen Objekten zuordnen, sondern kann ganz einfach über die Objektnummer schauen. Weiter geht es natürlich mit den Vertragsparteien. Also wer ist der Vermieter und wer ist der Mieter? Beide genau bezeichnet und auch mit einer Adresse bezeichnet, wo im Falle der Fälle eine Klage zugestellt werden könnte. Deswegen, kleiner Tipp von mir, ich schreibe auch immer die Personalausweisnummer mit in die Mietverträge rein. Das sieht man relativ selten, hat bei mir einfach folgenden Hintergrund. Ich hatte einmal den Fall, dass ich einen Mieter von einem Tiefgaragenstellplatz hatte und der ist dann unbekannt verzogen. Also der ist weggezogen, hat sich eine neue Wohnung irgendwo gesucht und hat sich nicht umgemeldet und dann war der erstmal nicht mehr auffindbar. Durch die Angabe der Personalausweisnummer kann man beim Einwohnermeldeamt dann eine Abfrage starten und hat da ein Suchkriterium, ein festes Suchkriterium. Und wenn sich dieser Mieter nochmal irgendwo anmeldet oder auch den Personalausweis beispielsweise abgibt, weil er ins Ausland verzieht, dann ist das unter dieser Nummer registriert. Ihr könnt auch theoretisch mit dem Namen und der Adresse von dem Mieter suchen, da müsst ihr aber aufpassen. Wenn er nämlich unter der Adresse, die er euch in dem Mietvertrag angibt, nicht gemeldet war, dann wird er unter dieser Adresse auch nicht auffindbar sein. Aber mit der Personalausweisnummer ist er es auf jeden Fall. Außerdem schreibe ich auch immer die Art des Fahrzeugs rein, die auf dem Stellplatz abgestellt werden soll. Ist so aus der Erfahrung heraus entstanden, dass ich auch Stellplätze hatte, wo Fremdparker drauf waren, die da nicht hingehören. Und wenn ich dann ab und zu mal bei den Objekten bin und nachschaue, ob alles in Ordnung ist und dann da Fahrzeuge sehe und die mit den Mietverträgen abgleiche und sehe, da steht ein anderes Fahrzeug auf dem Stellplatz als das, was eigentlich da stehen sollte laut Mietvertrag, dann kann man schon mal bei dem Mieter nachfragen und nachhören, was denn da los ist. Und das ist tatsächlich schon mal der Fall gewesen, dass der Mieter den Stellplatz in einer gewissen Zeit gar nicht genutzt hatte und gar nicht wusste, dass da jemand anderes auf seinem Stellplatz steht. Ist eigentlich nicht Vermietersache, da muss man sich eigentlich nicht drum kümmern, aber wenn man die ganze Geschichte so ein bisschen in Ordnung halten möchte, dann macht das schon durchaus Sinn, diese Angabe auch mit aufzunehmen.
Dann geht es auch schon zum Eingemachten. Dann geht es los, der Mietgegenstand. Was wird eigentlich genau vermietet? Das wird ganz konkret in meinen Mietverträgen benannt. Und da wird auch ganz konkret geschrieben, um welchen Stellplatz es sich handelt, wie man diesen auffindet. Und man muss sich das so vorstellen, wenn eine unbeteiligte dritte Person zu diesem Stellplatz kommt und gar keine Ahnung von der Tiefgarage oder dem Garagenhof hat, dann muss diese Person die Garage oder den Stellplatz aufgrund des Mietvertrages zweifelsfrei finden können. Außerdem schreibe ich dann auch immer die Mietzeit mit rein. Ich finde es super ärgerlich, wenn jemand eine Garage anmietet und diese nur einen Monat nutzt oder nur einen halben Monat nutzt und dann sofort wieder kündigt. Bei ganz vielen Vorlagen, die ihr im Internet findet, gibt es den folgenden Passus nicht, den ich nutze, damit mir das nicht passieren kann. Bei mir ist nämlich eine Mindestvertragslaufzeit drin. Oder anders formuliert, es ist eine dreimonatige Kündigungsfrist vereinbart und das auch zum Monatsende. Das hat den Vorteil für mich, dass der Vertrag mindestens 3 Monate läuft und wenn er heute gekündigt wird, dann läuft er noch weitere 3 Monate plus die Zeit, bis der letzte Monat zu Ende ist. Und in dieser Zeit kann ich ganz in Ruhe und ganz entspannt einen neuen Mieter suchen und habe dann wenigstens für 3 Monate schon mal die Mieteinnahmen bekommen. Denn so einen Mietvertrag aufzusetzen, das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Dann muss man einen Mieter suchen, dann muss man die ganzen Daten in die EDV eintragen. Und da vergeht schon einiges an Zeit, um einen Mieter so in den Bestand aufzunehmen. Und damit das wenigstens abgegolten ist, habe ich halt diese Vertragslaufzeit mit drin. Ganz wichtig ist natürlich auch die nächste Regelung, die Regelung zur Miete und Betriebskosten. Was genau bedeutet das? Du kannst dir vorstellen, die Miete ist wie bei einer Wohnung die Grundmiete. Garagen haben normalerweise keine Betriebskosten. Aber wie ist das bei Tiefgaragen? Wenn diese in einer WEG sind, dann kann es sein, dass es ein Hausgeld gibt. Und dieses Hausgeld hat dann auch gegebenenfalls umlagefähige Kosten. Wir müssen aufpassen, wir sind nicht im Wohnraum Mietrecht, sondern können hier sehr viel freier Vereinbarungen treffen, was die Miethöhe und diese umlagefähigen und sogar nicht umlagefähigen Kosten angeht. Wir könnten also rein theoretisch auch hingehen und einfach eine Brutto-Pauschalmiete vereinbaren von meinetwegen 100 Euro, wo dann 90 Euro Grundmiete drin sind und 10 Euro Nebenkosten. Da reicht es vollkommen aus, wenn wir einfach 100 Euro hinschreiben. Wenn wir allerdings eine Abrechnung vornehmen möchten, was ich nicht empfehle bei solch geringen Beträgen, da ist der Aufwand viel höher, wenn wir eine jährliche Nebenkostenabrechnung machen, als das, was wir letztendlich rausbekommen, dann müssten wir das ein bisschen genauer aufschlüsseln und auch diese Möglichkeit gibt es letztendlich in dem Mietvertrag. Ganz wichtig ist auch, reinzuschreiben, wer ist der Zahlungsempfänger, dass die Zahlung halt auch per Überweisung gezahlt werden soll und was auch sehr wichtig ist, die Überweisung hat porto- und spesenfrei an den Vermieter zu erfolgen. Was bedeutet das? Nun, ich habe euch gerade schon das Beispiel meines ausländischen Mieters genannt. Und wenn jemand im Ausland ein Konto hat, außerhalb der EU, dann kann es passieren, dass er mit einer Fremdwährung bezahlt. Und dann gibt es eine Umrechnungsgebühr. Und je nachdem, wie der Mieter bezahlt, wird diese Umrechnungsgebühr von der Zahlung abgezogen. Und genau das soll ja nicht passieren. Ankommen auf dem Vermieterkonto, also auf unserem Konto, soll ja tatsächlich der Betrag, der auch in dem Mietvertrag vereinbart wurde. Und dieses Porto und spesenfrei, das drückt das genau aus. Der Mieter weiß dann, er hat alle Kosten zu tragen, um das Geld von seinem Konto auf unser Konto zu transferieren. Was dann im Fall der Fälle auch nötig wird, ist mal eine Mahnung zu schreiben. Eine Mahnung habe ich auch in meinem Vorlagenpaket für euch bereitgehalten, wo es übrigens auch diesen Mietvertrag gibt. Der ist Bestandteil des Vorlagenpaketes, welches ich euch bereitstelle. Da
müsstet ihr einfach gucken, dass ihr mit aufführt, dass eine Mahngebühr erhoben werden darf. Ich habe das bei mir in den Mietverträgen mit drin stehen und natürlich auch mit dem Hinweis, dass der Mieter die Möglichkeit hat, einen geringeren Schaden nachzuweisen. Weil was passieren kann, ist, dass ihr eine Mahngebühr abrechnet. Beispiel habe ich auch im Mietvertrag aufgeführt. Und diese ist dann einfach zu hoch. Dann kann es sein, wenn ihr dann zum nächsten Schritt, zur nächsten Eskalationsstufe kommt und zu Gericht kommt, dass das Gericht sagt, pass auf, lieber Vermieter, das ist zu teuer gewesen. Und wenn ihr dann keinen Hinweis habt, dass der Mieter einen geringeren Schaden nachweisen kann, dann bleibt ihr gegebenenfalls auch auf einem Teil eurer Prozesskosten sitzen. Das wäre blöd und deswegen habe ich das mit aufgenommen. Außerdem habe ich den Verwendungszweck von den Stellplätzen auch ein bisschen eingeschränkt. Viele WEGs, also Wohnungseigentümergemeinschaften, verbieten es nämlich, dass Stellplätze, vor allen Dingen Tiefgaragenstellplätze, dazu genutzt werden, um an Autos zu schrauben, um die Autos sauber zu machen, um sie zu putzen oder irgendwelche anderen Dinge auf den Stellplätzen zu lagern, außer eben Fahrzeuge. Das ist auch nochmal wichtig für die Landesbauordnung. Da müsstet ihr auch mal einen Blick reinwerfen, je nachdem in welchem Bundesland ihr seid, darf man Garagen nur zum Abstellen von Fahrzeugen benutzen. Und das habe ich auch nochmal mit in den Mietvertrag aufgeführt und aufgenommen, damit ich da als Vermieter einfach auf der sicheren Seite bin. Falls mal irgendwas passieren sollte, dann könnte ich halt auch nachweisen, deswegen schriftlicher Mietvertrag, dass das gar nicht erlaubt war, was der Mieter gemacht hat. Was ich auch relativ wichtig finde, ist die Reinigung zu regeln. Der nächste Punkt in dem Mietvertrag. Wer reinigt den Stellplatz und die Garage? Ganz klare Sache, die Garage oder der Stellplatz wird sauber übergeben und muss auch sauber zurückgegeben werden. Und im laufenden Vertragsverhältnis hat sich der Mieter darum zu kümmern. Worst case ist, er stellt ein Auto ab und es läuft Öl aus. Und auch diesen Case habe ich mit aufgeführt, dass der Mieter einfach in der Pflicht ist, solche Sachen zu beseitigen und den Stellplatz ordentlich zu halten. Das wird dann im nächsten Punkt auch nochmal klargestellt. Die Beendigung der Mietsache. Beim Mietende ist die Mietsache geräumt und sauber zurückzugeben. Was passieren kann, ist, dass der Mietvertrag zwar gekündigt ist, der Mieter auch keine Miete mehr bezahlt, aber er trotzdem die Mietsache weiter benutzt, also sein Auto einfach in der Garage stehen lässt. Und dann kann es passieren, je nach Auslegung, dass eine stillschweigende Verlängerung des Mietvertrages angenommen wird. Und das soll ausdrücklich ausgeschlossen werden. Ist übrigens Paragraph 545 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB. Dieser Paragraph ist ausgeschlossen, wenn der Mietvertrag gekündigt ist und es keine explizite Vereinbarung mit dem Mieter gibt, die lautet, die Kündigung des Mietvertrages wird hiermit aufgehoben oder ähnliches, dann ist der Mietvertrag auch wirklich gekündigt und wenn der Mieter ihn danach weiter nutzt, dann steht dem Vermieter halt ein Schadensersatzanspruch zu, aber eben nicht mehr die Miete und andersherum hat der Mieter keinen Anspruch mehr auf die Nutzung des Stellplatzes. Ich habe das Thema Steuern eben schon mal angesprochen und natürlich, was da auch mit reinspielt, ist, meine Stellplätze sind oft separat vermietet von den Wohnungen, die meistens zu den Stellplätzen gehören. Und da ist es wichtig, dass wenn man jetzt heute einen Stellplatz an einen Mieter vermietet und dieser Mieter doch irgendwann mal eine Wohnung anmieten sollte im gleichen Gebäude, dann ist es ganz wichtig klarzustellen, dass die beiden Mietverhältnisse getrennt voneinander sind. Warum ist das wichtig? Ihr seid bei der Ausgestaltung dieses Mietvertrages für Stellplätze extrem frei. Ihr habt nicht diese engen Bindungen, die es im Wohnungsmietrecht, im Wohnmietrecht gibt. Ich denke da insbesondere an Mieterhöhungen. Wenn der Stellplatz und die Wohnung in ein Mietvertragsverhältnis fallen, dann seid ihr mit Mieterhöhungen auch an die Kappungsgrenzen gegebenenfalls gebunden.
Und das bedeutet, ihr könnt die Mieten eben nicht mehr anpassen, wie ihr das möchtet. Das ist nämlich bei Stellplätzen grundsätzlich möglich. Da gibt es nichts von wegen, Miete darf nur 15% oder 20% in 3 Jahren erhöht werden. Nein, die Miete kann so hoch erhöht werden, wie ihr oder wie der Mieter bereit ist, noch zu bezahlen. Krasses Beispiel, wenn man für anfangs 20 Euro vermietet hat und dann später 60 Euro haben möchte, dann ist dieser Sprung problemlos möglich, solange der Mieter diese 60 Euro bezahlt. Ist aber das Mietverhältnis eben zusammen mit dem Wohnraummietverhältnis anzusehen, dann ist man an diese Kappungsgrenzen gebunden. Ganz gefährlich. Deswegen nochmal explizit darauf hingewiesen, wenn es weitere Mietverträge gibt, sind die separat zu betrachten. Ich schließe bei mir letztendlich im letzten Punkt auch immer die Untervermietung aus. Ich selbst möchte wissen, wer mein Eigentum nutzt. Das ist kein Problem, wenn der Mieter auf mich zukommt und sagt, hey, ich brauche diesen Stellplatz nicht mehr, ich brauche die Garage nicht mehr. Dann kann man entweder einen Mieterwechsel vornehmen oder er kann untervermieten, aber dann an eine Person, die ich schon kenne, beziehungsweise die er mir vorstellt und wo ich dann auch selbst sagen würde, an diese Person würde ich selber vermieten. Außerdem gibt es noch ein paar andere Sachen, wie dass Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist auf dem Gelände, wo der Stellplatz oder die Garage ist, oder dass nach Mietzeitende auch sämtliche Schlüssel, die dem Mieter ausgehändigt wurden und die er selbst angefertigt hat, ganz wichtig, die er selbst angefertigt hat, an den Vermieter zurückzugeben sind. Sonst könnte es nämlich passieren, dass der Mieter zwar Schlüssel angefertigt hat und nachgemacht hat, diesen behält und dann später auch noch Zugriff auf den Stellplatz hat. Übrigens, wenn es Einzelgaragen sind, die einzeln abschließbar sind, dann empfehle ich immer, den Schließzylinder einfach auszutauschen nach jedem Mieterwechsel. Kostet keine 5 Minuten Arbeit und als Vermieter sollte man eh immer ein paar Schließzylinder bereit haben. Wenn es Wohnungsmieterwechsel gibt, wird auch immer durchgetauscht und ihr könnt dann so vorgehen, dass ihr den Schließzylinder halt von der Garage beispielsweise beim nächsten Mieterwechsel in der Wohnung einbaut und dann umgekehrt von der Wohnung in der Garage. Da kann kein Mensch mehr durchblicken, wo welcher Schlüssel passen könnte und im Zweifelsfall kennen die Mieter auch gar nicht alle eure Objekte und wissen dann gar nicht, wo welcher Zylinder drin sein könnte. So müsst ihr nicht immer einen neuen Zylinder kaufen, aber könnt die halt untereinander durchwechseln. Als allerletzten Punkt habe ich halt auch noch aufgeführt, dass dem Mieter auch tatsächlich ein Schlüssel ausgehändigt wurde. Das unterschreibt der Mieter mir alles in meinem Mietvertrag und so sind die wesentlichen Punkte auf jeden Fall schon geregelt. Es gibt Mietverträge, die haben noch Informationen zur Datenschutzgrundverordnung mit drin enthalten. Da hat mir mal ein Rechtsanwalt gesagt, dass das ein bisschen kritisch zu sehen ist, das alles in ein Vertragswerk reinzupacken. Deswegen habe ich da eine separate Vorlage, die nochmal bestätigt, dass der Mieter Bescheid weiß, dass die Daten in der EDV-Verwaltung verarbeitet werden, dass die Daten so lange gespeichert werden, wie das Mietverhältnis gilt und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal ein separater Punkt. Den Mietvertrag haben wir jetzt durchgesprochen. Wenn ihr den auch haben möchtet, wie gesagt, im Vorlagenpaket findet ihr unter dem Video, könnt ihr das auch alles runterladen. Da sind noch viel mehr Vorlagen enthalten, die ihr auf jeden Fall braucht, wenn ihr Vermieter seid. Gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Videos, die euch auf jeden Fall auch interessieren werden. Viel Spaß dabei, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.